Morgen. Ich habe mir überlegt, diese Woche euch mal mitzunehmen bei so meinem Alltag im Kunststudium. Und genau, ich dachte, es wäre ganz spannend, weil ich eben morgen auch meine Arbeiten mal vorzeige vor den Profs und ein bisschen Feedback bekomme. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis dann. Oh yeah. Du hast einen Wecker um 15:20 Uhr gestellt, ne? Was? Du hast einen Wecker um 15:20 Uhr gestellt. Ja, ja, warum? Das ist ja perfekt. Dann gehen wir auch mal. So, bisher habe ich nur das Video geschnitten und bin dabei, es hochzuladen. Es funktioniert aber gerade nicht, dauert ein bisschen. Und Lore und ich machen uns jetzt auf in die Malwerkstatt, weil wir Leinwände bauen. Let's go! Jo. So, Lori, was sagen wir abschließend? Hat sich gelohnt? Hat sich gelohnt, die Ecken sind ein bisschen schwer. Okay. Nein, es geht schon. Ja. Also wir haben nicht so viel geschafft, wie wir schaffen wollten, aber das ist ja immer so. Das hier ist übrigens mein Arbeitsplatz, der gerade ziemlich messy aussieht. So schillig. So, wir haben jetzt 8 Uhr abends, das heißt, wir müssen das Atelier verlassen. Aber wir haben einiges geschafft auf jeden Fall. Und genau, ich will ja morgen meine Arbeiten vorzeigen, deswegen werde ich, denke ich, um 9 Uhr hier sein, ich hoffe es. Und das ist der Plan. Ob es passieren wird, sehen wir morgen. Morgen! Einfach, ne? So, es ist Dienstag. Das heißt, das Kolloquium heute. Ich denke, dass ich nicht so viel filmen werde. Aber genau, es werden eben die ganzen Arbeiten vorgestellt, oder jeder, der will, kann seine Arbeiten vorstellen. Und dann wird in der Gruppe drüber gesprochen. Das geht meistens für den ganzen Tag. Hier ist ein Nagel, vielleicht ein bisschen arg. Hast du da noch einen Nagel? Ja. Nee, im Ernst jetzt? Ja. Ja, ich hab auch keine Ahnung mehr, wo ich meine Bilder lagern soll, ja. Weil ich ja den anderen auch noch Platz im Atelier lassen will. So. Kannst du die Rücken? Also zum Beispiel bei Brain, das Gehirn ist so. Ja. Und zum Beispiel jetzt bei dem, was wo leer jetzt drin ist, ist, weil ich wirklich einfach keine Idee mehr hatte, was ich malen soll. Ja, und cool. Ich manchmal auch einfach finde, dass Wörter cool aussehen. Also finde ich eigentlich immer ganz interessant, wenn es irgendwie mit meinem Leben was zu tun hat. Mhm. Deswegen habe ich jetzt angefangen, irgendwie meine Freundinnen zu malen, irgendwie an Abenden bei uns zu Hause. Also ich mag dieses, dass es auch so lebendig aussieht durch diese. Es ist nicht, also es ist ja nicht die perfekte Hautoberfläche, ja, oder so, sondern halt es hat Rötung oder es hat halt so andere Stellen und so, und das finde ich eigentlich ganz gut. Und so, also gestern mein Feedback war eigentlich echt ganz gut, fand ich. Jetzt muss ich gucken, wie ich weitermache. Das ist eben mein Plan. Erstmal will ich heute mein eines Bild fertig kriegen und dann schaue ich weiter. Da ich gerade meinen Hund für eine Woche zu Besuch habe und ihn nicht alleine lassen wollte, während ich hier im Atelier bin, durfte ich ihn ausnahmsweise mitnehmen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er mich arbeiten lässt oder mich die ganze Zeit ablenkt. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, wir können im Atelier komplett machen, was wir wollen.
und uns selbst verwirklichen. Es gibt keine irgendwie Aufgabenstellungen oder Vorgaben. Und unsere Profs besprechen unsere Arbeiten dann im persönlichen Gespräch mit uns. Hast du den Pulli so? Nee, ich würde da noch ein bisschen blau machen. Ich probiere aber nicht alles zu machen. Ja, ich finde nämlich diese Stelle hier richtig geil. Das hier? Würde ich nicht machen. Ja. Wir sehen uns jeden Morgen bei Verena einen Kaffee. Perfekt. So, also jetzt sind wir wieder in der Malwerkstatt, um die Leinwände fertig zu bauen. Und wir haben ja letztes Mal schon die Keilrahmen so zusammengehämmert. Und genau, jetzt werden wir den Leinwandstoff erstmal zuschneiden und den dann eben dran tackern und später grundieren, oder was machen wir da genau? Dann das komplett runter. So, hier so rüberziehen. Okay. So. So, jetzt ist mittlerweile 18 Uhr. Wir waren echt lange heute hier, ungefähr 9 Stunden. Und jetzt geht irgendwie gar nichts mehr. Deswegen geht's jetzt nach Hause. So, mittlerweile haben wir schon die nächste Woche. Ich habe gar nicht mehr gefilmt, weil ich Samstag und Sonntag nicht mehr im Atelier war. Und eventuell werde ich nochmal so ein Video drehen, weil jede Woche anders aussieht. Weil wir auch eben so Kurse haben wie Aktzeichenkurs oder die Kunstgeschichte-Vorlesung, die letzte Woche noch nicht stattgefunden hat. Genau, also falls euch das interessiert. Und ansonsten, ciao!